Herzlich willkommen bei diesem Finanztalk heute zu einem wirklich extrem spannenden Thema. Und ich bin auch ja, sehr darauf gespannt, was für kontroverse Diskussionen sich hier entspinnen werden. Und wie immer wollen wir es ein bisschen so halten, dass wir in den ersten 30 Minuten uns über das Thema ein bisschen austauschen und in den zweiten 30 Minuten wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mit euren Fragen dazu kommt und wir einfach darauf auch eingehen können und so ein bisschen auch interaktiv das Ganze gestalten wollen. Und heute haben wir einen etwas provokanten Titel gewählt. Also ich glaube, die Inhalte haben wir zusammengetragen und ich glaube, Annette hat es dann sehr schön zu einem Titel zusammengebracht. Und zwar, wie ist er? Zigaretten, Gold und Bitcoin, sicher durch die Finanzkrise. So in etwa heißt es. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich wieder mal das große Vergnügen habe, mit der bezaubernden Annette Weiß, ihres Zeichens Geldlehrerin, Finanzexpertin, Honorarberaterin, Finanzbloggerin und einfach, ja, meine Perle zum Thema ETFs und Finanzbildung. Hallo. Hallo, liebe Annette. Mit der großartigen Dani Patum, ebenfalls Finanzbloggerin, Finanzexpertin, Wirtschaftsjournalistin, auch Finanzcoach, unterstützt vor allem auch Frauen dabei, einfach besser mit dem Thema Geld umzugehen, heute diskutieren zu können. Toll, dass auch du wieder mit dabei bist. Ja, danke. Und natürlich dem wunderbaren Luis, der gerade eben ein geniales neues Buch rausgebracht hat, was ich natürlich auch einmal in die Kamera halte. Ja, also heute geht es nicht um Reiz, aber darüber können wir gerne auch nochmal detailliert sprechen. Und Luis hat auch eine wirklich außergewöhnliche Expertise in vielen, vielen Finanzbereichen, unter anderem auch im Thema Reiz und im Thema Hochdividendenwerte. Aber heute sprechen wir, wie gesagt, über etwas fernab der normalen Wege. Und dann habe ich jetzt gerade noch Vincent entdeckt und schnappe ihn mir jetzt hier und hole ihn mal rein zum Diskussionsteilnehmer, weil Vincent gehört natürlich auch in unsere Runde. Mal schauen, ob er jetzt gleich hier wieder... Hallo! Da ist er. Und auch Vincent haben wir natürlich mit dabei vom Finanzblog Freaky Finance. Auch da wirklich eine sehr, sehr geniale Expertise, schon seit sehr, sehr vielen Jahren, auch genau wie der Luis unterwegs, selbst als Anleger, da schon mit einem, ja, mit ganz, ganz vielen Erfahrungen rauf und runter in den Märkten. Und von daher freue ich mich ganz toll, wenn wir jetzt über dieses spannende Thema sprechen. Und als allererstes mag ich mir mal von euch so ein Schlaglicht abholen, weil ich ganz, ganz viele Leute kenne, die sagen, wir stehen der allergrößten Finanzkrise bevor. Alle Zeichen stehen auf Sturm und ich sogar so Sachen höre wie 90% der Bevölkerung werden 90% ihres Vermögens verlieren in dieser Finanzkrise. Und Leute, ihr müsst euch diversifiziert aufstellen. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, dann kann mir nichts passieren. Ich bin ja gut diversifiziert. Also ich halte das für übertrieben. Aber trotzdem bin ich ja auch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker und in all den in der Headline genannten Ersatzwährung irgendwie unterwegs und investiert. Just in case. Just in case. Das heißt, du glaubst, die Finanzkrise kommt nicht? Die kommt auf jeden Fall, nur keiner weiß wann. Das ist doch das alte Leid, oder? Genau. Deswegen muss man, oder muss man nicht, aber deswegen bin ich gerne breit aufgestellt, was ich ab einem gewissen Vermögen für angebracht halte. Man sollte jetzt vielleicht nicht anfangen, als Einsteiger in irgendwelche Alternativwährungen zu investieren. Oder teilweise ist es ja nicht mal ein Investment, das ist halt einfach teilweise eine Absicherung. Und da muss man halt gucken, ab welchem Zeitpunkt des Vermögensaufbaus das für einen selber ein bisschen Sinn macht. Also du hast gefragt, ob sie vielleicht schlimmer wird, die Finanzkrise. Also ich gehe auch davon aus, dass es zu einer Korrektur kommt. Ich drücke es mal als Korrektur aus, ob nur eine große oder eine etwas gemäßigtere. Das werden wir sehen. Das sieht man ja sowieso immer erst hinterher. Wir haben aber tatsächlich eine Steigerung erfahren. Ich glaube, 98, 99 war der Crash dieses MTC-Fonds mit den Nobelpreisträgern, die echt schon ziemliches Chaos hinterlassen haben. Dann kam der neue Markt, dann kam die Finanzkrise. Und es könnte eine Steigerung jetzt geben, aber keiner weiß es. Und deshalb ist es eben gut, wenn man sich selber ja breit diversifiziert beziehungsweise sich einfach solide aufstellt. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Also im Grunde seine Finanzen in Ordnung hat und dann ja muss man eben gucken, was passiert. Und wenn man da ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht hat, dann
kann man da auch, denke ich, relativ entspannt, ja doch relativ entspannt dem entgegenblicken. Wie seht ihr das, die anderen? Ja, eine Ergänzung vielleicht noch. Also seit ich eigentlich an der Börse tätig bin, gab es, glaube ich, kein einziges Jahr, wo nicht irgendein Crash-Prophet aufgetaucht ist. Ne? Und zweimal am Tag geht auch eine kaputte Uhr richtig. Mhm. Das heißt, natürlich werden wir von Krisen nicht verschont bleiben. Ich persönlich, das habe ich auch schon mehrfach schriftlich, aber auch hier auch mündlich dargelegt, gehe davon aus, dass wir noch eine andere Währung als den Euro erleben werden aufgrund von strukturellen Problemen. Aber aufgrund struktureller Probleme, aber das ist ja nochmal separat. Ich finde allerdings auch, dass die Fokussierung auf das Thema Krise verdeckt natürlich einen ganz anderen Aspekt, nämlich den, dass wir seit vielen, vielen Jahren auf dem Weg sind, monetär zu einer Totalüberwachung, und was nämlich auch mindestens dann genauso wichtig ist, was das Thema dann eben alternative Zahlungssysteme angeht. Warum? Weil wir alle im Selbstverständnis, also es geht ja letztendlich um die Frage des Menschenbildes, was dann dahinter steht. Und wenn ich als aufrechter Bürger mit der Eva einfach Leistung und Gegenleistung austauschen will, dann möchte ich das, ohne abhängig zu sein von einer Partei, von einer dritten Partei, und ohne, dass sie das manipulieren, überwachen oder sonst wie steuern kann. Ja, sondern ehrlich, von Auge zu Auge, von Bürger zu Bürger, im freien, ausgehandelten Austausch. Und ja, vor dem Hintergrund finde ich eben, gibt es mindestens zwei Schienen. Es gibt natürlich einmal diese Krisenschiene, und es gibt aber eben auch diese, ich sag mal, freiheitliche Schiene, wo es lohnt, über alternative Zahlungsmodelle oder Austauschmodelle nachzudenken. Annette, du rumpfst das Näschen. Ja, nein. Also ich glaube nicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fallen wird, obwohl wir damit selbstverständlich jederzeit zu rechnen haben. Also wenn er uns auf den Kopf fällt, dann tut er das, fertig. Das wird keiner voraussehen, und dann ist es halt so. Mhm. Die andere Geschichte ist für mich, wenn 90% aller Menschen 90% ihres Vermögens verlieren, bleiben 10%. Was sind denn die neuen 10%? Die 10% sind dann die 900. Sind es die 900 Vermögenden? Das würde sich innerhalb kürzester Zeit regulieren, weil das nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren. So kannst du das Machtgefüge, das ist ja jetzt schon schlimm genug, ja, aber dieses Machtgefüge noch weiter auseinander zu treiben, das würde nicht funktionieren, weil wovon willst du die Armen ernähren? Du kannst sie ja nicht verhungern lassen. Also was passiert? Ja. Was ich glaube, das ist dass die tatsächlich wir eine Finanzkrise, aber in den Finanzwerten, also sprich Banken, ja, dass wir da zunehmend krisenhafte Zustände erleben werden, weil sie meines Erachtens ihren Job nicht machen. Da kommt dann wieder das, was Luis gerade eben sagte, dann dazu. Und weil die anderen auf den Markt drängen, weil die Alternativen langsam kommen. Sie werden in irgendeiner Form kommen. Also wird dieser ganze Finanzmarkt, der wird Umwälzungen ertragen müssen, und da werden natürlich ganz viel Geld vernichtet werden. Das sehe ich tatsächlich so. Ja, aber dass wir... Ja, und natürlich wird es Krisen geben. Es gibt immer irgendwelche Krisen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du möglichst breit stehst, um sie dann halt eben auszuhalten. Mhm. Mehr kannst du nicht tun. Mhm. Ja, die Frage wird ja wirklich sein, ist das System, wie wir im Moment mit Geld umgehen, wie wir auch im Moment unsere Buchgeldwerte verwalten, ist das wirklich zukunftsfähig, wird das so bleiben? Und ist jemand, der 100% seines Vermögens in Buchgeldwerten hat, ist der breit aufgestellt, oder wäre dem zu empfehlen, sich breiter aufzustellen und andere Assets zu wählen? Was ist denn, wenn ihr jetzt alle sagt, ich weiß nicht, wie groß die Krise werden wird, ich weiß nicht, wie sehr sie uns schüttelt, ich weiß nicht, was passiert, aber ich glaube, irgendwas wird kommen. Was ist denn von jedem von euch die Strategie zu sagen, auf das, was da kommt, egal wie doll es mich rütteln wird, aber irgendwas wird kommen, eine leichte Brise oder vielleicht auch ein fieser Sturm. Wie stellt ihr euch denn auf, um auf sicheren Beinen zu stehen?
Also ein wichtiger Punkt vielleicht erstmal, bevor ich mich um Vermögenswerte kümmere, ist, weil das ist natürlich eine Erfahrung aus den vielen, vielen Finanzkrisen über die ganzen Jahrhunderte, möglichst wenig Schulden zu haben. Vor allem eben Schulden, die sich nur schwer decken lassen. Also wenn ich natürlich eine Immobilie habe, die vielleicht zu 50% finanziert ist, ist es mit Sicherheit nicht so problematisch. Aber wenn wir uns eigentlich im Kern vor Augen führen, was ist denn die Krise? Die Krise ist ja ein Ausfall von Schuldnern und ein Preisverfall von Vermögenswerten, die zu Unterdeckungen führen und dann eben in einen Strudel, in den Strudel weiterführen. Und ein ganz, ganz wesentliches Element ist, dass ich eben möglichst wenig oder eben möglichst gut bedienbare und in Anführungsstrichen sichere Schulden habe, wenn ich denn schon welche habe. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erzählen, weil Annette guckt gerade auch so, ne? Was passiert denn, wenn du nicht gut deckbare und gut bedienbare Schulden hast im Fall einer Krise? Also du hast jetzt gerade vielleicht irgendeine Immobilie erworben, die ist noch nicht 50% finanziert. Was passiert mit meinen Schulden? Was passiert mit meinen Vermögenswerten, wenn tatsächlich ein Stürmchen kommt und schüttelt? Ja, ein Stürmchen, wenn das Stürmchen ein bisschen heftiger ist, nehmen wir als Beispiel eben USA 2006, hat das ja schon angefangen, 2005, wo die Immobilienpreise gebröckelt haben. Oder angefangen haben zu bröckeln. Und eine Krise ist natürlich bei einem Buchgeldsystem, was darauf basiert, letztendlich auf einem die Gegenbuchung zu dem Geld ist ja immer eine Schuld. Das heißt, wenn die Sparkasse oder eine sonstige Bank Geld schöpft, tut sie das ja, indem sie Kredit gewährt. Den Kredit gewährt sie gegen Sicherheiten, sei es eben ein Einkommen, sei es eine Immobilie, sei es eben eine Firma. Und eine Krise ist schon immer seit, ich glaube, die erste große war im Jahr 33 nach Christus im Römischen Reich, wo dann tatsächlich auch über den Ausfall überschuldeter Textilfabrikanten das Ganze kaskadenartig dann zusammengebrochen ist. Und ich glaube, da hat damals noch der Kaiser Tiberius selber die Schatulle geöffnet und das dann bereinigt. Stelle ich mir heute schwer vor, wenn Angela Merkel ihre private Spardose öffnet. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Scherz beiseite. Krisen der Moderne zeichnen sich immer dadurch aus, eben durch einen Ausfall von Schuldnern und durch einen Preisverfall von Vermögenswerten. Das heißt eben, nehmen wir 2007 USA, ein Preisverfall der Immobilien. Was dazu geführt hat, Unterdeckung, das heißt Anruf von der Bank, wir brauchen weitere Sicherheiten, damit wir das Haus nicht zwangsverwerten. Wenn der Schuldner die Sicherheit nicht stellen kann, was er nicht kann, wenn er bis zur Halskrause verschuldet ist, dann wird die Bank das Haus zwangsverwerten. Was aber zur Folge hat, wenn das eben bei sehr vielen Leuten passiert, dass die Preise weiter unter Druck kommen, weiter sinken und dann weitere mit reinziehen. Und das ist immer, dieser Erosionsprozess ist immer der Kern einer Schuld, also einer Krise. Die Krise ist nicht irgendwie eine Hyperinflation, dass plötzlich Geld gedruckt wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das war mal so eine Ausnahme in den 20er Jahren. Ja. Aber der Regelfall ist eben, dass Schulden eben, eine Schuldenkrise. Ich hatte das mit in den USA allerdings eher so verstanden. Kann auch sein, dass ich das vollkommen falsch interpretiert habe, dass die Schulden auf nicht werthaltige Objekte gewährt worden waren. Also dass die Häuser, keine Ahnung, $50.000 eigentlich wert waren und die haben ihre gesamten Konsumschulden noch mit draufgepackt, was ja in Amerika so eine unglaubliche Menge an Schulden sind. Und haben halt also ein Haus, was $50.000 wert ist, mit $120.000 bedienen. Und dass das natürlich, wenn es denn dann mal auffällt, extrem schnell kracht und dann halt bis zu uns, bis zu den Immobilienfonds, die im Ende des Tages genauso falsch bewertet waren, ja, dass das dann durchschlägt, das ist ja vollkommen klar. Und wenn eine Immobilie den Wert hat und die Schulden gegeneinander stehen und wir eine Finanzkrise haben und die Schulden ja trotzdem bedient werden können, weil du das von mir aus vermietet hast und die Zinsfestschreibung noch da ist. Da ist ein Problem, ja. Dann ist das ja im ersten Augenblick ja erstmal safe. Solange die Immobilie werthaltig gegenüber der Schuld steht. Ja, das ist richtig. Ich habe im Vorfeld auch extra meine Frau gefragt, wie das denn eigentlich ist, wenn zum Beispiel
Die ist ja in dem Bereich auch in der Bank durchaus tätig und wie das eigentlich ist, rein technisch. Und die sagt halt, also eine Bank behält sich immer vor, wenn lokal auch die Preise einbrechen, von Immobilien eben nachbesichern zu lassen. Das heißt, auch wenn ich mir ganz solide meine Immobilie irgendwo kaufe für 200.000 Euro und die eben beleihe mit 180 und dann sinkt der Wert, sagen wir mal, auf 150, dann klopft halt die Bank zu Hause an und sagt, wir brauchen mehr Geld oder irgendwelche anderen Sicherheiten. Ja. Und nur, also das ist nicht theoretisch. In der Praxis wird es nicht machen, hat es auch nochmal gesagt, solange ich eben den Kapitaldienst leiste. Ne? Solange ich, ne? Aber rein theoretisch, wenn es der Bank selber an den Kragen geht, spätestens dann ist der Punkt, dass sie dann vielleicht auch gucken wird, naja, wo solange die Schulden gekündigt werden, hat die Bank keine Handhabe. Na, nee, das stimmt nicht ganz. Die Sicherheit, die Sicherheit zählt mit rein. Also, der Vincent meldet sich schon zum zweiten Mal. Ja, Zwischenfrage. Wenn man das Ganze noch ein bisschen extremer weiterdenkt, wenn uns die ganze Währungsgeschichte um die Ohren fliegt und man Schulden hat, sind doch die Schulden weg, oder? Nein. Das ist nämlich, naja, nun, du hast dann Buchschulden, genauso wie du vorher Buchgeld hattest. Nein. Die Vermögen werden in Krisen manchmal heftig gemacht, aber die Schulden bleiben stehen. Nee, das bleibt schon stehen. Also da müsste schon Krieg sein und alles wegfliegen, aber an sich bleibt es stehen. Wenn du aber eine Währung abwertest und die Schulden bleiben bestehen, also du hast 100.000 Euro Schulden und die Währung ist irgendwann, sinkt es ab, dann hast du mit dem Rest, also sagen wir mal, wir haben eine hohe Inflation, ja, dann hast du 170.000 Euro Vermögen plötzlich gegenüber 100.000 Euro Schulden. Weil hier entschuldest du dich ja über die hohe Inflation. So denke ich das auch. Na, gucken wir mal ein praktisches Beispiel. Wir sprechen gerade nicht von Inflation, sondern von Krise. Und, das ist halt das Gegenteil. Das ist von Deflation. Normalerweise folgen von Krisen in der Regel ja auch Inflation. Ja, das geht ja dann danach vielleicht, aber nicht. Ja, aber nicht, ich hatte Vincent jetzt ein bisschen anders verstanden. Und wollt ihr mir nochmal gerade erzählen, was eure Strategie ist, um gegen Stürmchen oder Böen gewidmet zu sein? Also jeder von euch hat gesagt, er geht davon aus, irgendwas kommt. Und jeder hat gesagt, okay, es ist vielleicht sinnvoll, nicht ein Asset alleine zu halten, sondern sich vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen. Also ich weiß, dass nicht alle von euch Freunde von zum Beispiel Kryptowährungen sind. Was habt ihr denn, wo ihr sagt, das ist für mich sozusagen der Ausgleich oder das sind die Säulen, auf denen ich mich diversifiziere, um egal was kommt, um dem gut begegnen zu können? Also ich meine, ich kann ja gerne mal anfangen. Ich sehe es auch ein bisschen nicht nur in Asset-Klassen. Ich sehe es tatsächlich so, dass ich versuche, überhaupt gesund zu sein. Das ist ja auch so fürs ganze Leben wichtig, dass ich gesund bin, dass ich ein gutes, intaktes soziales Umfeld habe, dass ich bestimmte handwerkliche Dinge kann. Wenn alles schief geht, kann ich auch noch bestimmte Sachen reparieren, zum Beispiel. Und dass ich in mich selber auch investiere, ne? Weil wir selber sind ja unsere größte Einkommensquelle. Und dass ich mich einfach fortbilde, dass ich up-to-date bin, dass ich weiß, was passiert in der Welt, dass ich einfach reagieren kann mit meinem Wissen und meinem Können und sollte wirklich in Krisenzeiten, es ist ja so, dass auch viele Leute ihren Job verlieren, dass ich dann immer noch sagen kann, okay, ich kann wirklich viele verschiedene Dinge, ich finde schon was, was mich irgendwie weiterbringt und mich am Leben hält, ne? Dass ich meine Bedürfnisse doch befriedigen kann, Wohnen, Essen, so die Basics, wenn es wirklich richtig hart kommt. Und ansonsten bin ich finanztechnisch breit aufgestellt. Ich habe natürlich meine Rücklagen in Geldwerte, aber die sind nicht so riesig im Moment. Die sind eben so, wie es eben so Pi mal Daumen sein sollte, aber nicht höher. Und ansonsten sind wir Immobilien investiert, sind in Aktien investiert, in ETFs und das ist so unsere Streuung insgesamt. Ja. Also kein Gold, bisschen keine selber. Zigaretten, kein Reis. Nein, ich würde wahrscheinlich auch nicht in Zigaretten gehen, ich würde dann wahrscheinlich eher in Alkohol gehen, das geht in Krisen immer gut, aber weißt du, wenn die Krise kommt. Also das ist so meine Aufstellung, ich investiere dann, wenn es ins Vermögen geht, tatsächlich in Sachwerte, und stelle mich eben so, das ist meine breite Aufstellung.
Genau, also ich denke auch, also dass man sich so hält, dass man jederzeit in der Lage ist, in irgendeiner Form Geld verdienen zu können mit dem, was man kann. Oder sich ernähren zu können mit dem, was man kann. Das ist natürlich schon wichtig. Also da würde es mir tatsächlich grausen, wenn ich mal 83 wäre und tatterig und vielleicht geistig nicht mehr ganz auf der Höhe und ich kann kein Einkommen mehr erzielen, weil ich nur noch verbrauche. Ja, mein Gott, dann werde ich fremder Leute Kinder, weiß ich nicht, ob ich das auch könnte, ich weiß es nicht. Also das wäre mir arg. Aber gut, das gilt es natürlich so lange wie möglich hinauszuzögern. Ansonsten, ich bin ja ein Verfechter der ganz klassischen Geldanlage in alle Richtungen. Ja. Das geht von Immobilien über Aktien, über ETFs, über Gold, über ja, also von allem halt ein klitzekleines bisschen und ein bisschen Gottvertrauen. Es wird schon gut gehen. Wenn ich mal ganz kurz da reingrätschen darf, bevor ich mich bei Luis und Vincent noch über ihre Strategien total gerne informieren würde. Du sagst jetzt Gold und wenn du in Rohstoffe investierst, ist es einfach nur wichtig, in einen Rohstoff wie Gold zu investieren oder guckst du, dass zum Beispiel gerade ja eigentlich Silber absolut unterbewertet ist im Gegensatz zu Gold? Und ich denke, das eine ist Spekulation, das andere ist wenn wir jetzt wirklich von Krise reden, Krise, 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 ja, dann rede ich von Gold als Krisenmittel, von kleinen Münzen, die ich irgendjemandem in die Hand drücken kann, damit er mir ein Stück Brot dafür verkauft. Das ist dann wirklich reines Notfallmittel, sonst nichts. Das andere ist dann Spekulation beziehungsweise für den Spaß. Okay. Keine Zigaretten, kein Alkohol. Kein Bitcoin, Zigaretten kein Weiß. Bei mir, Zigaretten ist dann nie mit dem Lager unglaublich schwierig, weil das hält irgendwie nicht. Das ist immer zu lagern und dann sind sie überall dumm gelaufen. Aus meiner Finanzbildungsgruppe hatte Martina noch einen schönen Impuls reingegeben. Sie sagte, nein, das aus ihrem Blasen heraus mittlerweile auch die Idee aufkommt, Reis zu lagern. Also wirklich, also händisch 100 Kilo Reis kostet ein Apfel und ein Ei, ja? 100 Kilo Reis zu lagern und eben halt immer wieder nachzukaufen und dann wieder nachzuverbrauchen. Gut, wir sind halt keine Asiaten, bei uns dauert das ein bisschen. Aber das so als Notfallmittel, ja, man kann sich auch einen Bunker anlegen. Und kann das ganze Zeug dann nach und nach immer wieder verbrauchen und immer wieder dann auffüllen. Als Tauschmittel sind halt solche Sachen wie Zigaretten, Alkohol. In Krisen fallen Menschen immer wieder auf ihre Süchte zurück, weil das Einzige ist, was dann noch Freude macht. Und deswegen sind dann diese ungesunden Suchtmittel, die sind dann verdammt hoch im Kurs. Das ist immer schon so gewesen. Von daher, dann ist auch ein Whisky-Lager nicht schlecht. Auch das wäre bei mir. Nein, ich könnte es mir gut angucken, doch schon. Die Flaschen sind so schön, wenn sie zu sind. Okay. Luis und Vincent, wie sieht es bei euch aus? Ja, also eigentlich nicht unwesentlich anders als bei den beiden Damen. Was mir immer hilft, ist, ich fühle mir bei sowas immer, bei solchen Szenarien immer meine Großmutter vor Augen, ja, die, als sie 10 Jahre alt war, hat die Hyperinflation die das Vermögen der Familie vernichtet. Im Zweiten Weltkrieg hat sie einmal alles verloren, inklusive ihres Mannes, ja, und stand dann mit 2 Kindern da und ein drittes Mal bei ihrer Flucht aus der DDR. Das heißt, sie hat mit über 40 nochmal hier, also mit absolut null angefangen. Trotzdem bemerkenswerterweise, ich habe die nie lamentieren oder ihr Schicksal verfluchen hören. Und ich denke mal, das relativiert vieles. Und was Dani ja auch gesagt hat, ganz am Anfang, das hat sie auch, also ein Satz, den sie uns immer, immer, immer wieder eingeprägt hat, ist, sieh zu, das, was du im Kopf hast, weil was du im Kopf hast, das kann ja keiner nehmen. Ne? Und wenn so eine Person das sagt, das hat dann schon natürlich ein ganz, ganz großes Gewicht. Und das kann man durchaus ja sehr umfassend betrachten, von handwerklichen Fähigkeiten über intellektuelle
ja, bis hin eben gewisse Vorsorgemaßnahmen zu treffen, ne? Weil selbstverständlich, wenn jetzt wirklich alles den Bach runtergeht, dann fängt es natürlich an, tatsächlich, dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss über Lebensmittelbevorratung, über legale Waffen, mit denen ich mein Haus und Hof verteidige, über den Garten, den ich mir vielleicht anlege, ja, oder die entsprechenden Kenntnisse. Aber das ist natürlich dann, also da geht es jetzt sehr Richtung Walking Dead, ja. wenn man die Stufe davor nimmt, okay, da muss man sich halt überlegen, ja, dass ich eben über möglichst viele Währungsräume und Instrumente und Klassen, aller Klassen eben streue und eben dafür sorge, dass ich eben immer möglichst liquide bin. Und neben dem eben auch ein Sozialkapital aufbaue, sprich über Netzwerke. Und da bin ich halt wieder auch beim Punkt Alternativwährung beziehungsweise alternative Zirkel des gemeinsamen Austauschs mit entsprechenden Zahlungssystemen. Bist du in alternative Zahlungssysteme investiert? Wenn Edelmetalle darunter fallen, ja. Wenn Kryptos darunter fallen, auch. Aber das ist dann ein bisschen mehr experimentell, einfach um zu gucken, wie sowas funktioniert. Mhm. Okay. Und Vincent, wie hältst du es? Ja, einige Sachen wurden schon angesprochen. Also das soziale Umfeld ist natürlich wichtig in Krisen. Die lassen sich zusammen besser durchstehen. Das geht dann über Lebensmittelvorräte, die dann in wirklich großen Krisen sicherlich eine Rolle spielen können. Die angesprochenen Schwarzmarkttauschmittel, Zigaretten, Alkohol. Bargeldvorrat, also jetzt mal in der ersten Stufe, wenn die Automaten dicht sind, sollte man vielleicht erstmal die eigene Währung noch zu Hause in gewisser Weise zur Verfügung haben, gegebenenfalls eben auch andere große Währungen, US-Dollar, Schweizer Franken, was man sich so vorstellen kann. Dann geht das weiter über die angesprochenen Edelmetalle, also Gold ist etwas großteiliger, mit Silber kann man dann eher zum Bäcker gehen, glaube ich, für das Brot. Was haben wir noch? Ja, Kryptowährungen funktionieren natürlich auch nur, solange irgendwie das Internet oder Strom verfügbar ist. Ist dann eben so ein bisschen das digitale Edelmetall. Ja, mhm. Und so kann man das, oder Sachwerte, also die auch in der ersten Stufe Sachwerte, Immobilien, Aktien, ETFs, diese Geschichten, das hilft natürlich auch schon mal erstmal. Ja, und dann kann man das in alle Richtungen spinnen und runterbrechen. Man kann sich, wohl auch schon gesagt, glaube ich, einen Bunker bauen, etc. Ja. Je nachdem, sind das jetzt deine Empfehlungen oder ist das, machst du das so? Also hast du die ganzen Sachen zu Hause, hast du das Bargeld zu Hause, hast du Schnaps und Zigaretten und den Spaten genau. Im Garten für den Bunker oder? Ja, da bin ich der Freak in der Runde. Tatsächlich das meiste davon ja, also Schnaps, Zigaretten, Edelmetalle, Sachwerte und Bargeldreserven in verschiedenen Währungen sind auf jeden Fall vorhanden. Ja. Und was ich habe tatsächlich schon viele, viele, viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, sie haben sich so ein X-Wochen-Vorrat im Keller aufgestellt. Und als wir das mal durchgerechnet haben für 8 Personen, ich weiß nicht, wie viel 1000 Liter Wasser wir in unserem Keller unterbringen müssten, aber also es ist eine Menge. Schon alleine für wenige Tage ist es eine Menge. Gibt es jemanden von euch, der wirklich sagt, er hat da unten sein Krisenpack stehen, sodass man im Notfall damit eine Woche hinkommt? Ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe einen extra, also ich habe quasi so einen extra Dokumentenkoffer. Wenn alles los ist, da sind alle wichtigen Sachen drin. Ich habe alles kopiert. Annette. Das gehört sowieso zu leiten. Also das sowieso. Weil okay. Es kann dir dein Haus kann dir abbrennen. Das kann einfach so sein, verdammt nochmal. So der Satz Grund. Die wichtigsten Grunddokumente, dieser Satz, der muss immer in der Zweitausführung irgendwo gebunkert sein. Also das ist einfach, also das ist einfach so. ja, gut. Also das hat dann jetzt nichts mit Krise von außen gemacht zu tun. Das kann auch eine hausgemachte Krise sein. Und am besten digitalisiert noch, ne? Wenn es an der Bund, genau, wenn man es dann noch bei Google Drive oder wem auch immer irgendwo gespeichert hat, umso besser, dann kannst du es auch noch von der ganzen Welt aus zugreifen. Klar, so, dann brauchst du es nicht mehr händisch in die Hand zu nehmen. Aber ich hätte es trotzdem immer noch irgendwo händisch liegen. Genau. Irgendwo händisch anders. Plus. Ja? Genau. Also ich bin ja
Also ich bin ja noch nebenbei im Katastrophenschutz tätig. Und das ist, ja. Und das ist eigentlich sehr interessant, Eva, dass du das nochmal ansprichst, weil das Bundesamt für Katastrophenschutz, also das hat sich jetzt nochmal umbenannt, das heißt nicht mehr so, das hieß aber lange ja so, empfiehlt ja selber, also wir reden hier von der Regierungsbehörde, mindestens für 2 Wochen Lebensmittel zu lagern, um für den Fall vorzusorgen, dass eben die Logistikkette mal aus welchen Gründen auch immer unterbrochen ist und die Versorgung nicht sichergestellt ist. Ne? Und übrigens auch empfiehlt dieselbe Behörde dann ausreichend Bargeld eben zur Überbrückung, wie Vincent gesagt hat, genau solcher Zeiten. Also ob es jetzt 1 Monat ist oder 2 Wochen, sei es mal dahingestellt. Aber Lebensmittel, Getränke, Bargeld und so Sachen wie eben Teelichter, Decken etc. pp., Taschenlampen zu bevorraten. Ne? Und da ich natürlich selber in dem Umfeld tätig bin, halte ich mich natürlich auch da dran. Und da wir ja mit dem asiatischen Einschlag, über den wir vorhin gesprochen haben, in der Familie, ist tatsächlich so, dass wir einen fetten Messerkreis unter anderem auch im Keller haben. Hast du denn, Luis, hast du denn auch einen Gaskocher dann bei dir? Denn im Zweifel, wenn die ganze, sagen wir mal, wenn die Logistikkette zusammenbricht, könnte es ja durchaus daran liegen, dass es vielleicht keinen Strom gibt. Hast du dann Gaskocher oder spekulierst du denn darauf, dass es noch weiter Strom gibt? Also ich war ja viele Jahre beim Militär. Ich habe tatsächlich noch meine Tropenkiste im Keller mit allem drum und dran. Ja, also die könnte ich reaktivieren. Wir haben aber tatsächlich auch so In-House-Gaskocher, was einfach daran liegt, dass die koreanische Küche das als Kochinstrument explizit vorsieht. Ne? Also so kann man das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Ja? Kann ich übrigens immer sehr empfehlen, so ein koreanisches Tischbarbecue. Ja. Hotpot. Ich glaube ja, dass in Amerika sogar für den Fall von irgendeinem Zombie-Angriff es Notfallpläne gibt, wie die Bevölkerung sich dann da zu verhalten hat. Also das ist zum Teil schon ganz abenteuerlich, was da für Katastrophenvorsorge-Szenarien gibt. Aber gut, ich erinnere mich noch an diese Atom, also sollte es mal einen Atomkrieg geben, was dann die Bevölkerung tun kann. Also ich erinnere mich da noch aus meiner Kindheit sehr lebhaft daran. Da hieß es dann irgendwie, duckt euch irgendwie hinter... Unter den Tisch? Ja, unter den Tisch, genau, oder hinter einer Mauer. Das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Bringt natürlich gar nichts. Wobei du bist doch gar nicht älter als ich. Ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Ich habe das nur gesehen im Fernsehen, dass die das früher tatsächlich in den 60er, 70er Jahren tatsächlich den Kindern in der Grundschule beigebracht haben, dass sie sich zu ducken haben, wenn es einen Atomangriff gibt. Also so schon krass. Ja? Also in der Schule habe ich es, glaube ich, nicht gelernt, mehr, glaube ich nicht, aber ich habe es gelesen und es wurde mir auch so zugetragen. Mhm. Ja, aber ich bin ja in den 70ern groß geworden, schon klar. Ja, dann wären wir wieder bei Louis Walking Dead, wenn wir uns mit Zombie-Angriffen und Ähnlichem beschäftigen. Aber das steht ja für heute nicht auf der Agenda, also überlegen, was machen wir im Fall eines Zombie-Angriffes. Aber gibt es denn so für euch die Krisenwährung, wo ihr wirklich sagt, also breit diversifizieren habt ihr alle gesagt, ne? Und ihr habt auch gesagt, so Süchte sind eigentlich was relativ krisensicher ist. Ja, also wenn ihr jetzt nur eine einzige Sache empfehlen könntet, dürftet oder das, was ihr am wichtigsten findet, was wäre das? Wenn es nur eine einzige Sache, wenn ich wirklich nur ein einziges Asset erwerben dürfte, dann würde ich 10 Euro oder 20 Euro Silbermünzen nehmen. Mhm. Ich höre dich gerade nicht. Hört ihr den, Luis? Nee. Hallo? Jetzt hören wir dich wieder. Hallo? Genau, also, falls ihr Anfang nicht mitgehört habt, also dann, wenn ich nur eine einzige Sache auswählen könnte, dann wären es 10 oder 20 Euro Silbermünzen. Einfach deswegen, weil ich da die ideale Verbindung habe von Geldwert und Sachwert. Das heißt, die sinken ja nie unter 10 Euro, sind gesetzliches Zahlungsmittel im Land, wo es geprägt wird. Ich habe aber noch einen Silberanteil für den Fall, dass ich tatsächlich ein hyperinflationäres Szenario habe. Nachteil ist, in Deutschland gibt es die so nicht mehr. Ich habe aber tatsächlich heute, weil ich eine Nachfrage dazu bekommen habe, geforscht. Es gibt zum Beispiel in Frankreich gibt es die noch, werden die noch geprägt, in 10 und 20 Euro auf jeden Fall, die ich auch 1:1 kaufen kann. Das heißt, ich lege 10 Papier-Euro auf den Tisch und bekomme 10 Silber-Euro. Der Anteil ist dann, glaube ich, bei 10 Euro sind es 3 und bei 20 Euro sind es knapp 7 Euro Silberwert, also aktueller Preis. Mhm.
Ja, und dann, das wäre so eine wirklich Worst Case, also ideale Worst Case Krisenwährung für mich. Wobei wir jetzt ja von Katastrophengeschichten reden. Wir reden ja schon nicht mehr von der normalen Krise. Ja gut, wenn wir von der Katastrophe, und ich habe nur ein einziges Asset, dann ein Schnellfeuergewehr natürlich mit ausreichend Munition. Okay. Okay. Ja, also Katastrophe wären bei mir tatsächlich die Zigaretten, weil du da mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Kippe irgendetwas dir erwerben kannst. Ja? Bei einer Krise finde ich tatsächlich vermieteter oder nutzbarer Grund und Boden, ja, dass andere Menschen dafür, dass du ihnen ein Dach über den Kopf gibst, ja, selbst wenn sie nicht mehr in Geld bezahlen können, sie können vielleicht dir helfen, in deinem Garten Kartoffeln anzubauen. Keine Ahnung. Ja? Das ist schon was, gut, wenn du aus dem Land rausgeworfen wirst, hast du natürlich einfach alles verloren. Das ist dann so. Ne? Da wäre es dann natürlich sinnvoll, die anderen Assets noch zu haben. Aber darauf möchte ich mich nicht vorbereiten müssen. Das weigere ich mich anzuerkennen, das mache ich einfach nicht. Punkt. Ja. Also bei mir am liebsten diese Diversifizierung, die ich schon angesprochen habe. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wohl Richtung Edelmetalle gehen, weil das eben schon über Jahrtausende sich etabliert hat als Ersatzzahlungsmittel oder Zahlungsmittel direkt. Da ist man, denke ich, auf der sicheren Seite im Gegensatz zu Bitcoin, was eher neu ist oder sowas. Ja. Ja, ich ehrlich gesagt, ich würde es auch machen, genau wie Annette, eine abbezahlte Immobilie haben, in der man mich nicht vertreiben kann und in der ich im Zweifel... Das macht Luis mit seinem Schnellfeuergewehr dann. gut, da habe ich im Zweifel... Bei Dani würde ich das natürlich niemals machen. Da würde ich dann eher verteidigen mit meinem Schnellfeuergewehr. Und ja, genau wie Annette sagt, da kannst du jemanden reinnehmen, der dir dann irgendetwas gibt dafür und so kannst du dann auch irgendwie überleben. Also das wäre auch meine Idee. Ansonsten, wenn es tatsächlich um Vertreibung und so weiter geht, dann würde ich wahrscheinlich eher so die Aktien vorziehen. Aber es ging ja nur um eine. Ja, interessant. Genau. Ne? Die Herren stehen auf Edelmetalle, die Damen auf Immobilien. Ne? Ja, das finde ich auch. Das interessiert mich. Menschenpower. Gold und Betongold. Mhm. Es kam jetzt tatsächlich einmal auf Facebook eine Frage, die jetzt nicht sehr krisenorientiert ist, sondern eher so ganz grundsätzlich, nämlich was ihr zur Anlage für Kinder empfehlen würdet. Oh. Ja, das ist thematisch tatsächlich... Ich glaube, ich hab einen Blogartikel darüber geschrieben. Ich glaube, wir haben alle bestimmt Blogartikel darüber geschrieben. Die verlinken wir nachher am besten da unten drunter. Weil sonst kommen wir jetzt vom Thema ja ganz weit weg. Ja, aber vielleicht, ja. Vielleicht Eva jetzt natürlich zu sehr abdriften, vielleicht auch eine Stufe drunter, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel eben eine Frage bekommen, jetzt, wo die Kurse ein bisschen runtergekommen sind von dem Leser, der dann gefragt hat, naja, jetzt sieht er, wie so seine ersten Positionen ins Minus rutschen und dann natürlich, und dann kam natürlich die obligatorische Frage von jemandem, der jetzt vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat, also ich kenne den Leser nicht persönlich, und dann gefragt hat, naja, kommt denn jetzt die große Krise und wenn ja, soll ich verkaufen? Ne? Das ist natürlich auch mal so ein beliebtes Thema und ja, aber ich meine, da haben wir natürlich auch schon gesagt, ist alles schwer zu prognostizieren. Also wie verhalte ich mich angesichts etwaiger Entwicklungen, die ich aber eben nicht prognostizieren kann? Ne? Und da denke ich, ist ein wichtiger Punkt, da sind wir beim Humankapital, dass ich mir eben selber meine Strategie und mein Regelwerk zurechtgelegt habe und das dann eben auch in so einem Szenario durchziehe. Ne? Und dann versuche auch irgendwie meine Disziplin diesbezüglich an diesem Szenario zu stellen, ne? Weil das natürlich nicht jedem gelingt und oder vielleicht auch nicht immer gelingt, ist natürlich auch klar. Aber viele Verluste entstehen ja erst durch falsche Handlungsweisen angesichts oder in einer Krise, muss man ja auch sagen. Ne? Also und da hilft mir natürlich die beste Alternative nicht, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe 5 oder 10% meines Vermögens in Gold oder eine abbezahlte Immobilie, aber wenn ich dann zum ungünstigen Zeitpunkt 90% meines Vermögens verkaufe, dann habe ich damit ja auch nichts gewonnen. Ne? Okay. Das ist es ja, also im Zweifelsfall eher halten und ja, eher halten, würde ich meinen. Ne? Aber Eva, jetzt gerade mal, um auf deine Bitcoins zurückzukommen, ich habe tatsächlich schon
Menschen gehört, gesagt, die Bitcoins als Sicherheit, als Sicherheit in einer Finanzkrise für sich betrachten. Ich persönlich, wie gesagt, du kennst meine Meinung zu Bitcoins. Ja, wie ist das? Wie siehst du das? Es ist halt einfach ein ganz anderes Asset, ne? Also das Ziel von Bitcoin ist genau das, was Luis am Anfang gesagt hat, dass man sich autark macht, dass man etwas Autonomes aufbaut, was nicht an unseren Fiat-Währungen hängt und wo wir ein Bezahlsystem schaffen, was davon unabhängig ist. Im Moment ist natürlich immer noch die Fiat-Währung die Währung, über die du überhaupt einsteckst, wenn du nicht selber meinst. Auch das, du kannst ja selber diese Währungen auch schaffen, indem du dich an einem Mining-Prozess zum Beispiel beteiligst. Aber wenn du dir, kennst du gar nicht. Dann muss ja jemand anderes auch dran glauben, also an deine Währung, die du gerade schaffst. Also du kannst auch ganz selber eine ganz neue Währung schaffen, aber grundsätzlich dann kannst du einen sogenannten ICO, ein Initial Coin Offering, auf der Ethereum Blockchain platzieren und deinen eigenen Coin machen, ja, aber so das althergebrachte hört sich jetzt, also sagen wir mal, das standardisierte Verfahren, um Kryptowährungen zu erschaffen, ist das sogenannte Mining, wobei das, es würde wahrscheinlich etwas zu tief führen, aber eigentlich ist das Mining ein Verfahren, mit dem du den Konsensus auf der Blockchain absicherst. Und die Erschaffung von den Kryptowährungen ist sozusagen mehr oder weniger ein Nebeneffekt dabei, aber das geht jetzt relativ tief. Aber tatsächlich, wenn du die Möglichkeit hast, einen spezialisierten Rechner zu haben, den du an ein Stromnetz anschließen kannst und dein Strom dich weniger kostet, als die Währung, die du damit meinst, wert ist, kannst du damit quasi einsteigen und Werte generieren. Ja, also das und wie verhalten sich solche Währungen in einer Krise? Tatsächlich ist es so, dass du in Krisenregionen siehst, dass die Nachfrage nach solchen Werten tendenziell steigt, damit auch der Wert dieser Währungen tendenziell steigt. Also siehst du bei internationalen Krisenherden durchaus, dass die Leute in diese Währungen wechseln, weil sie einfach das Vertrauen in staatliche Währungen verloren haben und sagen, nee, sie möchten lieber in diese anarchischen Systeme einsteigen, die nicht unter staatlicher Obacht stehen. Und tatsächlich steigen in Krisenregionen deutlich die Kurse. Oder die Nachfrage steigt deutlich. Gut, also die Stärke resultiert aber eben aus der Schwäche der vorgegebenen Alternative, ne? Also oder des vorgegebenen Währungsraums. Ne? Mhm. Also ja eben, es gibt ja keine, also mir ist zumindest keine bekannt, kein Währungsraum, der von sich aus Alternativen zulässt und dann wird eben auf sowas ausgewichen. Ne? Aber ich meine, dann steigt ja auch die Nachfrage, zum Beispiel in Argentinien war es ja auch so, nach Dollar oder nach, genau, nach Edelmetall. Also Hauptsache weg mit argentinischen Peso. Und das war ja auch in 1923 hier in Deutschland so, wo die Leute eben geguckt haben, Hauptsache weg mit dem Geld. Und wenn ich halt dafür eben ein Brot kaufe oder ein Kleid oder Hauptsache es ist aus dem Haus. Ja, egal was. Ne? Also das ist ja immer so ein Effekt, dass ich die eben dann möglichst schnell loswerden möchte. Aber wir haben eine interessante Frage, wie ich finde. Nämlich Immobilien, die Damen, was ist denn mit Zwangshypotheken in einer ausgewachsenen Krise, so wie wir sie bei der Reichsmark hatten in den 20er Jahren, die Hauszinssteuer oder halt dann nach der Umstellung auf die D-Mark, ich glaube in den 50er Jahren, die Lastenausgleichszahlungen. Sind trotzdem noch 50% immer noch mein. Das ist natürlich sehr gnädig von der öffentlichen Hand. Ja, du wirst nicht alles retten können. Du wirst federn lassen. Ja, also das ist ja nur ein Synonym, das ist ja auch richtig, weil Gold, da gibt es dann halt Goldverbote, Geldwerte können sowieso zentral abgewertet werden. Da fällt nur noch ein Hinweis, zum Beispiel bei der, weil wir es ja vorhin auch kurz angesprochen hatten, das Result oder der Effekt einer Währungsreform, der resultiert ja daraus, das war ja auch 1948 so, dass die ganzen Stromgrößen, also Gehälter, Preise, Mieten, 1:1 umgestellt wurden und die ganzen Bestandsgrößen, also halbiert. Guthaben und Schulden, ja, gezehntelt, ne, war das ja, ja in dem Fall gezehntelt. Und dadurch habe ich natürlich relativ zur Kaufkraft oder zur Wirtschaftsleistung einen Entschuldungsprozess. Nur der Entschuldungsprozess kommt nicht durch die Inflation, sondern kommt nachher durch den Schuldenschnitt. Und so ist er zustande gekommen, weil ich nämlich in Relation zu den Stromgrößen, also zu meinem Gehalt, ja, letztendlich plötzlich
viel weniger Schulden hat. Bei einem Schuldenschnitt wird es natürlich offensichtlich. Dann genau, da wird es offensichtlich, ja, da kommt es raus. Genau. Du hast es auch als Fluktuation einfach über die Laufzeiten der Kredite, dass die Banken gebunden sind und eben nicht mitziehen können. Genau, nur halt bei den Privaten haben die sich das dann wiedergeholt, eben über die Zwangshypotheken. Ja, und die öffentliche Hand war dann fein raus. Denkt ihr denn, dass Zwangshypotheken kommen und uns bevorstehen? Es ist zumindest eine verführerische und relativ leichte Möglichkeit, wenn in einer Ausnahmesituation dann der Bundestag ein Gesetz zur Bewältigung ein Finanzkrisenbewältigungsgesetz erlässt, was dann eben die solidarische Mithaftung der noch Vermögenden betrifft. Und auf die Kataster, gerade in elektronischer Form, kann ich relativ leicht und systematisch zugreifen. Ne? Also, und es gibt halt historische Exempel, aber gibt es halt beim Goldverbot auch. Ja? Aber ich denke, also das mit den Immobilien ist leichter durchsetzbar als zum Beispiel ein Goldverbot. Das kannst du halt noch besser irgendwie verstecken. Und die Immobilienbesitzer sind eben registriert, wie du schon auch gesagt hast. Also ich denke, das ist für die öffentliche Hand, wie du immer so schön sagst, einfacher durchzusetzen. Naja, und also wenn man es vom Setting her sieht, unsere Banken sind hochverschuldet, wo nicht so viele Werte dahinter stehen. Die Staaten sind teilweise auch extrem hochverschuldet. Also dass wir vielleicht auf ein Szenario zugehen, wo tatsächlich Schuldenschnitte bevorstehen, einfach um das System wieder zu resetten, um wieder auf ein normales Level Verschuldung und dann eben auf der anderen Seite auch in Vermögenswerte zu kommen, wird irgendwas passieren müssen und irgendjemand wird federn lassen und dass wir da alle, wir werden nicht draus, also es ist ja ein quasi Nullsummenspiel, also irgendeiner zahlt die Zeche und wir haben ja in den vergangenen 10 Jahren tatsächlich gesehen, wer die Zeche für dieses irre Bankensystem oder Finanzindustriesystem gezahlt hat. Das waren wir alle, wir Bürgerinnen und Bürger, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weniger die Vermögenden und ja, die nächste Stufe geht dann vielleicht zusätzlich zu den Steuerzahlerinnen, auch zu den Vermögenden weiter hoch. Und dann ist eben die Frage, macht man dann, was weiß ich, freie Beträge oder ist das kleine Häuschen von Oma oder den Eltern dann auch freigestellt? Ich weiß es nicht. Aber dass die Staaten dann durchgreifen, kann ich mir schon auch vorstellen. Ja. In dem Fall vielleicht auch noch ein Tipp für diejenigen, die Krisen vorbeugen. Solange es möglich ist und legal ist, ist durchaus ein Auslandskonto, / Auslandsdepot auch immer eine Option, um auch Richtung Banken und Dislozierung der persönlichen Vermögenswerte hier zu differenzieren und sich da so ein bisschen breiter aufzustellen. Ne? Also vielleicht nicht nur hier, in Deutschland was haben. Auch hier nur einfach Beispiel Argentinien. Die Argentinier, die eben hier 2002, als der Staat pleite gegangen ist, oder Konkurs angemeldet hat quasi, noch Auslandskonten hatten. Die waren natürlich fein raus. Die konnten dann nicht in dem Maße rasiert werden, wie diejenigen, die Inlandskonten hatten. Ne? Oder in Zypern. Bei uns mussten dann heute aus dem Euro-Raum raus. Ja, gut, genau. Aber die Schweiz beispielsweise ist ja aus dem Euro-Raum raus. Die Schweiz möchte dich aber nicht mehr. Komisch, ne? Ach doch. Und die Schweiz möchte auch Geld. Das funktioniert noch. Neue Anlagekonten macht die Schweiz im Moment nicht auf. Doch, ganz sicher. Ich habe gerade eröffnet. Ja, ja. Ja. Sind aber, sie wollen aber auch ordentlich Geld dafür haben, ne? Monatlich, ne? Ja. Nee, auch das ist, glaube ich, so ein Mythos. Es gibt durchaus auch preiswerte Anbieter, die eben Online-Konten und Depots anbieten für schmales Geld. Ja, noch einen Werbelink schicken. Ja. Ich habe nämlich letztens nachgeguckt und ich fand das durchaus sportlich, was sie da pro Monat an Gebühr von Euro haben wollten. Ja, man darf natürlich nicht zu den Bekannten gehen, ne? Zu UBS oder Credit Suisse oder den Kantonalbanken jetzt nicht, aber es gibt genug alternative Anbieter. Da kann man heutzutage völlig problemlos noch ein Konto öffnen, ein Depot eröffnen. Und die wollen dich als Kunden, weil die Großen wollen dich nicht mehr. Also das kann ich jetzt einfach so aus Ja, das mag sein. Ja, ja, nee, aber konkret habe ich zwei, zum Beispiel eben die Swissquote oder die Giro Schweiz, weil das ist auch das, was ich meinen Lesern immer wieder sage. Und
da kannst du als Deutscher völlig problemlos online, musst du nicht mal hin, Konto öffnen, mit normaler Videolegitimation, gar kein Problem. Mhm. Auch für Kleinanleger, du musst also auch nicht dann irgendwie 1 Million Schweizer Franken anschleppen oder so, sondern ja, ein paar tausend Euro reicht. Und die Gebühren halten sich sehr im Rahmen. Also sind jetzt auch nicht wesentlich anders als jetzt hierzulande. Pete empfiehlt auch noch Paraguay. Und Yannick schreibt mit Solvency 1 und 2 werden gerade staatliche Verwertungsgesellschaften geschaffen. Die Enteignung ist längst beschlossene Sache, egal ob bezahlt oder nicht. Multiwährungskonten sind auch bei echten Banken günstig zu haben. Ich lasse es einfach so stehen. Ich habe ja einige Freunde, die sehr, also die mit der Flaggentheorie ganz international breit gestreut unterwegs sind und sagen, nee, mein Geld möchte ich wirklich ja einfach über die ganze Welt diversifizieren, um jedwedem Risiko bestmöglichst gewappnet zu sein. Was haltet ihr von so ganz libertären Ansätzen? Finde ich sehr gut, wenn es in die persönliche Lebensplanung passt. Aber ich zum Beispiel bin ein sehr heimatverbundener Typ, ja, der ja irgendwo seinen Boden, auf dem er hier lebt, liebt. Und ja, ich könnte mir nicht vorstellen, gemäß Flaggentheorie so ein, ich sag mal, Nomadenleben. Staatenlos Leben zu führen. Staatenlos, ja, aber eben. Aber bitte hier in Deutschland. So. Aber nicht jetzt entwurzelt. Also, da mag ich meine Heimat so sehr und das muss schon irgendwo sein. Für mich. Aber wer es toll findet, bitte. Mhm. Das ist ja auch alles legal und unter Anwendung der geltenden Gesetze. Auf jeden Fall. Ursula fragt noch, welche Goldmünzen als Zahlungsmittel ihr empfehlen würdet oder vielleicht auch lieber kleine Goldbarren? Also ich bin Münzenfreund, muss ich sagen. Kleine Napoleons, kleiner Schweizer Frieden, die, also das ist im Prinzip das adäquat zu Louis seinen 10 Euro Silbermünzen. Was auch geht, ist Knickgold. Das ist Knickgold ist wirklich wie eine Tafel Schokolade. Kannst du dann ein Kränzchen, also das ist dann so, sieht auch genauso aus, ist halt nur aus Gold. Ne? Und dann kannst du dann so stückelchenweise kannst du dann dein 1 Gramm Goldstückchen rausbrechen. Ja, das ist meist ein bisschen teuer. Also ich sag mal, ab einer Unze lohnt sich das, also wenn man jetzt aufs Geld guckt, so wie ich. Ne? Also, ansonsten, um das kleinteilig zu kriegen, also das Gold, hast du natürlich recht, aber das ist natürlich auf die Menge gesehen, ist das teurer im Spiel. Ist ja die Frage, was willst du dann mit dem Gold kaufen? Also wirklich, ist es als Krisenwährung, dann musst du halt dann in den sauren Apfel beißen und es teurer kaufen. Das ist eben dann die Frage, ob du der Krise dann eben so viel Gewicht beimisst, dass du es eben tatsächlich so kleinteilig haben möchtest, Gold. Was haltet ihr denn von Diamanten? Ich habe auch einen Bekannten, der Diamanthändler ist und der sagt, er hält nur Diamanten. Kein Gold, kein Silber, nichts, Diamanten. Ja, dann habe ich aber wieder, bin ich schlecht diversifiziert. Das heißt, ich hänge ganz allein am Diamantenpreis und da gibt es halt ein paar große Spieler am internationalen Markt. Also ich glaube, De Beers ist dann die Nummer 1 und dann noch so 2, 3 weitere, die den Preis bestimmen. Und du musst halt Experte sein, um das beurteilen zu können. Ne? Also beim Wertpapier, das ist halt homogen. Ja, eine Aktie ist halt eine Aktie von egal welcher Firma. Gold ist halt über einen verlässlichen Händler auch für Laien zu kaufen, aber ein Diamant, das ist schon. Sagen wir mal so, ab einer gewissen Größenordnung Vermögen schadet es nicht, welche zu haben. Ja, also vor allem an einem Ring und den man dann, über den man dann seine Frau gewinnt, die ein hohes Vermögen mit in die Ehe einbringt. Das ist dann ist ein Diamant sehr gut angelegt. Aber also tatsächlich hat er erzählt, dass Diamanten als Schmuck am Körper getragen an der Grenze auch nicht deklarierungspflichtig sind, wenn man zum Beispiel in die Schweiz oder von der Schweiz kommt, was man scheinbar für die Berchtesgadener Festspiele damals gemacht hat, weil die Schweizer Damen Schmuck behangen kamen und sie gesagt haben, an der Grenze ist der Umstand viel zu groß, jedes Mal zu deklarieren und es deswegen eine Ausnahmeregelung gibt, die sich ganz legal der ein oder andere durchaus nutzbar macht. Das hat man hier auch gemacht, als das Saarland nach Deutschland wieder angegliedert wurde.
Und dann musste man ja auch gucken, wie mit den Geldern, dann sind die alle zuerst nach Deutschland gefahren, haben in Deutschland, also in der Pfalz oder sowas, haben die dann sich brillanten Schmuck gekauft, unglaubliche Teile. Und weil das musste man nicht, man begab sich nicht in die Kriminalität damit. Und dann war das dann halt im, durfte man das Geld mit wieder nach Deutschland reinnehmen. Mhm. Ja. Andrea schreibt übrigens gerade noch, differenzbesteuerte Silbermünzen, ein Unzen, reicht immer für einen Wecken. So, nochmal zur Erläuterung, differenzbesteuert heißt, bei Silber habe ich mir das Problem, dass ich die 19% Mehrwertsteuer habe. Es gibt aber reimportierte Silbermünzen und da muss ich nur Steuern bezahlen, also nur in Anführungsstrichen auf die Händlermarge und die sind natürlich dann wesentlich günstiger. Ja. Während Silberbarren, glaube ich, dann immer pauschal teurer sind. Also bei Silber sollte man dann immer auf diese Münzen schauen, ne? Dass man die kauft, wenn es da ums Geld geht. Ja, wobei bei Barren gibt es auch wieder, es gibt ja Münzbarren. Ja, genau. Also da muss man genau, also bei Silber muss man mal genau gucken, was man kauft und welche Steuer da genau drauf erhoben wird, ja. Weil sonst, also 90% ist schon fies. Das ist ja mehr als die Nebenkosten beim Immobilienerwerb. Ja. Ja, und das muss erstmal der Silberkurs dann wieder steigen, damit du pari bist quasi, ne? Ja, genau. Deswegen sind ja diese 10-Euro-Münzen so toll, ne? Also, weil die ja für die von der Münzprägeanstalt ausgegeben werden und dann die ich 1:1 quasi tausche. Mhm. Ja. Ich bin jetzt gerade mit diesen Silbermünzen, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, finde ich gut. Ja, genau, du bist ja direkt quasi an der Quelle hier, also als sag dir, direkte Nachbarin der Franzosen hier. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich fand es sehr interessant, wie ihr so einer vielleicht kommenden, vielleicht auch nicht kommenden, vielleicht kleinen oder auch vielleicht größeren Krise entgegenschaut, was so Strategien sein könnten, um einer Krise zu begegnen und auch mal so ein bisschen wirklich Szenarien anzugucken, die vielleicht auch etwas größer sein könnten als mein Geld wird vielleicht ein bisschen weniger wert. Gibt es irgendetwas? Wir sind jetzt quasi kurz vor Abschluss. Ich würde gerne jedem von euch nochmal so ein Schlussstatement zum Thema entlocken, was ihr den Leuten draußen mitgeben möchtet als, ja, also vielleicht gar nicht als Warnung, aber einfach, was ihr zu dem Thema gerne den Leuten noch mitgeben möchtet. Wie immer, wir fangen bei den Damen an. Annette überlegt gerade noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, Dani, bist du schon sprachbereit oder Annette, bist du schon sprachbereit? Ich bin sprachbereit. Ich denke, das Wichtigste wirklich ist, auf sich selber vertrauen zu können. Also dieses, egal wie, weil Vermögen lässt sich, ich fand das jetzt mit Louis, seiner Oma, auch sehr, sehr einprägsam. Wenn du selber was kannst, es kann dir ganz viel passieren, es kann auch ganz furchtbar sein, alles ganz, ganz klar. Aber du wirst nie so abhängig sein, dass du verhungern musst. Und das ist eigentlich, ja. Als Schlusswort. Großes, tragendes Schlusswort. Und ansonsten das, was man einschlägig nachlesen kann, was man eigentlich mittlerweile doch weiß. Mhm. Danke. Dani, warte, dein Audio ist aus. Wir müssen erstmal den Ton anschalten, bitte. Ich muss einmal dann. Immer noch. Okay. Warum auch immer. Da knüpfe ich an bei Annette und würde sagen, halte auch nicht nur deinen Kopf aufgeräumt und dich als Person, sondern auch tatsächlich deine Finanzen. Also habe am besten keine Konsumschulden zum Beispiel. Also alles, was dich, wo du irgendwas leisten musst, Zahlungen leisten musst, die du im Krisenfalle dann vielleicht nicht leisten kannst. Weiß einfach, was du brauchst an Finanzen und wie du dich relativ schnell eindampfen kannst an deinen Ausgaben und wisse, was du hast und hab nicht zu viele Versicherungstitel. Das wäre auch noch ein Hinweis. Also Lebensversicherungen, fondsgebundene Lebensversicherungen und sowas. Also minimiere das. Dankeschön. Wer mag von euch weitermachen? Louis, Vincent? Kann ich, ja. Dann zieh's los. Ja, dazu noch, dass ich durchaus nicht darauf erpicht bin, dass sich mein ganzer Schatz an
Ersatzwährung, dass der irgendwann mal wichtig wird. Es ist nur immer so, wie sagt man, haben ist besser als brauchen. Also genau, ich habe mich da so aufgestellt, weil ich denke, dass ich da einige Szenarien mit abfeder, aber bin nicht scharf darauf, dass das wirklich mal unter Beweis gestellt werden muss, dass ich so richtig aufgestellt bin. Also kann man machen, aber muss man vielleicht auch nicht. Aber einige Gedankengänge Richtung schwerer Krise sollte man vielleicht mal durchspielen für sich selber und das bewerten, wie man sich dann eben dementsprechend aufstellen möchte. Ob das jetzt so freaky sein muss, wie ich das tue, ist eine, muss man nicht, aber ich fühle mich wohl damit. Mhm. Danke. Luis, du hast das letzte Wort in dieser Runde. Ja, ich glaube, gesagt wurde so ziemlich alles. Deswegen möchte ich am Ende zwei Literaturtipps loswerden. Zum einen einfach mal, um einen Einblick zu bekommen, wie das eigentlich ist, wenn so eine Währung kollabiert und ja, so sagen wir mal, die bürgerliche Ordnung auseinanderbricht. Von, ich glaube, Adam Ferguson heißt der Mann, Das Ende des Geldes. Das ist eine historische Protokollierung der Hyperinflation in Deutschland und Österreich. Und das sollte mal jeder, der an dem Thema interessiert ist, lesen, weil das sind halt noch Augenzeugenberichte, Presseberichte etc. pp., was wirklich sehr, sehr lebendig vor Augen führt, was also was für eine Katastrophe da ja auch gut bürgerliche Leute in relativ kurzer Zeit gestürzt wurden. Wie sich die Linie neu gebildet hat zwischen Gewinnern und Verlierern. Ja, also sehr faszinierend zu lesen und dass eben so diese 20er Jahre nichts von diesem goldenen Glanz hat, der oftmals beschert oder der oftmals von dem oftmals berichtet wird, sondern eben für viele eben von Hunger, Elend, Armut geprägt war. Und das ist schon sehr bedrückendes Zeugnis, aber natürlich ein sehr extremes, aber gerade deswegen hilft es mal als Kontrast und wie schnell sowas halt auch kippen kann. Ja? Das ist der eine Lesetipp, der andere ist kombiniert mit einem Hörtipp, den letzten Finanzrocker-Podcast, ich glaube, der vorletzte ist nochmal reinhören, mit dem Norbert Hering. Da ist eben so diese zweite Schiene, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, eben die zunehmende totalitär sich gebärdende Überwachung, die auch über Zahlungsströme erfolgen soll und der Mann kann in dem Interview leider nur vieles anreißen, deswegen empfehle ich sein Buch. Jetzt habe ich gerade den Titel vergessen, aber unter... Die Abschaffung des Bargeldes, glaube ich. Also es ist sein älteres, der Vorgänger. Meinst du sein Vorgänger oder sein aktuelles? Das ganz Neue, das habe ich jetzt schon gerade durch nämlich und das kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen, weil es wirklich mit enorm vielen Quellen arbeitet. Und das Ganze belegt, dass es eben keine Verschwörungstheorie ist, weil da eben nichts verschworen im Hintergrund, clandestin hinter den Kulissen läuft, sondern alles offensichtlich auch propagiert wird. Und das sollte sich auch mal jeder reinziehen, damit jede Person auch weiß, was da gegebenenfalls auf einen zukommt, wenn die Visionen von vielen Interessensgruppen da verwirklicht werden. Ja. Daher diese beiden Literaturtipps am Ende. Hering ist echt ein guter Tipp, das stimmt. Ich habe sein Buch davor gelesen, Die Abschaffung des Bargeldes, und finde ich auch, sollte man sich mal durchdacht haben. Ja, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr eure Gedanken mal mit uns geteilt habt und einfach auch den Menschen, die jetzt live mit dabei waren oder die sich das auch in der Aufzeichnung anschauen werden, einfach mal eure Sicht der Dinge geteilt habt. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr wertvoll. Ich mache gerne auch nochmal eine ganze Folge nur über Bitcoins. Nein, aber auch über jedes andere Thema. Auch an alle Zuschauer, ihr könnt uns auch sehr gerne Themenvorschläge nennen, die für euch spannend sind, über die wir uns einfach mal austauschen, über die ihr mit den Expertinnen und Experten reden möchtet. Ich bedanke mich ganz herzlich natürlich vor allem bei euch vielen. Es war wie immer sehr, sehr schön mit euch und auch ganz herzlichen Dank an alle, die live mit dabei waren. Drück uns allen die Daumen, dass es eher ein Windchen als ein handfester Sturm wird und sowohl Vincent seine Schätze behalten darf, als auch Luis Sturmfeuerwehr für immer in irgendeiner Kiste bleiben wird. Und ja, also wir alle mit unseren Strategien gut fahren werden. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Finanztalk wiedersehen. Im Januar dann. Und ja. Dann kann man jetzt schon mal sagen, es ist das erste Mal in diesem Jahr. Ne? Schöne Adventszeit und gesegnete Weihnachten. Oh ja. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. In dem Sinne. Am 14.01. Ne? Genau. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.